Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße euch zu einem weiteren Fortnite Season 8 Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video geht es um die neue Woche, 7 Herausforderungen, die kommen jetzt hier bei mir in 7 Stunden. Ich habe allerdings wieder die Leaks für euch gefunden und daher gibt es das Video schon wieder etwas früher. Dort gibt es eine Herausforderung, die sich nennt, besuche Piratenlager in verschiedenen Matches, irgendwie so in die Richtung. Auf jeden Fall muss man in einem Match 3 oder 5 verschiedene Piratenlager aufsuchen. Ich denke mal, dass es 3 sein werden. Und aus dem Grund werde ich dir jetzt zeigen, wo diese ganzen Piratenlager sind, damit du dir einen Router ausmachen kannst und dann in einer Runde auch 3 Piratenlager besuchen kannst. Hinzu gebe ich dir auch die beste Route mit auf den Weg, also von wo du am besten loslaufen solltest, wo du landen kannst dann und dann loslaufen kannst zu den anderen Piratenlagern. Falls du mich als Dankeschön unterstützen möchtest, kannst du jetzt einfach ein Like da lassen, meinen Kanal kostenlos abonnieren, falls du es noch nicht getan hast und natürlich gerne auch die Glocke aktivieren. Und wenn du mich richtig krass supporten möchtest, kannst du auch einfach meinen Creator-Code in deinen Gegenstandshop eintragen, bei ReapersYT einfach eintragen. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch, wo die Piratenlager sind. Let's go. Ich persönlich würde euch empfehlen, als allererstes hier bei Paradise Palms zu landen, bei diesem Piratenlager. Das Ganze ist hier auf der Map, genau da. Hier einfach landen und das wäre so das erste Piratenlager, was ich an eurer Stelle nehmen würde, eben für die beste Route. Das zweite Piratenlager ist hier neben Salty und Fatal Fields, eher ein bisschen neben Fatal. Ich denke mal, das kennt eigentlich auch jeder. Das Ganze ist hier auf der Karte bei diesem Berg hier links schräg unten bei Salty und auch links etwas oben bei Fatal. Da würde ich als zweites hingehen, weil von da hinten hier bis da zu laufen, das geht einigermaßen noch, ist auf jeden Fall die kürzeste Strecke. Und jetzt gehen wir zum dritten Piratenlager. Und das dritte Piratenlager ist hier bei Shifty und Polar Peak im Schneegebiet. Das bedeutet, man läuft einfach quasi von hier hinten einmal zu dem Berg hier und dann rüber hier nochmal. Wenn die Zone anders fallen sollte, was natürlich immer mal sein kann, oder es vielleicht 5 Piratenlager sein werden, die man eben in einem Match besuchen soll, wovon ich wenig ausgehe, weil das quasi eigentlich unmöglich ist, dann hätte ich noch eine andere Option und da fliegen wir jetzt kurz hin. Falls die Zone nämlich zum Beispiel, wenn man hier landet, irgendwie nach oben fällt, kann man durch Dusty laufen und dann hier zum nächsten Piratenlager laufen oder vorbeilaufen. Hauptsache, man besucht dieses Piratenlager kurz und dann hat man die Challenge auch schon geschafft. Es gibt natürlich noch mehr Piratenlager, die zeige ich einfach mal ganz kurz. Und zwar gibt es einmal hier oben ein Piratenlager, das kennt man normalerweise auch bei Lazy Lagoon. Dann haben wir hier ein Piratenlager und wir haben hier hinten noch ein Piratenlager. Das sind soweit dann alle Piratenlager. Ich habe jetzt nur noch mal die oben kurz gezeigt, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. Da, da und da. Das ist auch eine Route, die man natürlich ablaufen kann. Einfach zack, zack und zack. Oder zack, zack und zack. Also gibt es auf jeden Fall ein paar Routen, die man ablaufen kann. Und ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wo alle Piratenlager sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Kostenlos Abo nicht vergessen, wenn du mich noch nicht abonniert hast. Und gerne auch meinen Creator-Code eintragen in deinen Shop. Ich bin raus, dein Reapers. Ciao, ciao.